Ich bin Pater Hubert Grabmann, Comboni-Missionar in Deutschland und zuständig für 45 Mitbrüder, die in 6 Niederlassungen leben und arbeiten. Ich bin 12 Jahre tätig gewesen in Kenia und habe dort am eigenen Leib erleben können, was die Klimaveränderung mit den Menschen anstellt. Viele der Menschen, die auf Viehzucht angewiesen sind, können nichts mehr tun, müssten ihre Tiere verkaufen oder die sind eingegangen. Auch auf den Regen kann man sich nicht verlassen, sodass auch kaum mehr der Maisanbau funktioniert. Ich bin jetzt seit 5 Jahren zurück in Deutschland und ich habe diese Petition unterschrieben, weil ich den Meteorologen glaube, weil ich auch glaube, dass die Klimaforscher recht haben, dass wir an einem Scheideweg stehen und dass wir etwas tun können. Auch wenn die Hauptverantwortung, denke ich, immer noch bei der Politik liegt, die viele Wege entscheidend vorgeben müssten. Wir haben unterschrieben und wir möchten gerne natürlich auch uns umstellen in unserer tagtäglichen Arbeit. Wir möchten gerne auch E-Mobilität ausprobieren, auch wenn wir es bis jetzt noch nicht haben. Aber um in die Dörfer rauszukommen, ist es eben wichtig, dass man ein Fahrzeug hat, weil der öffentliche Nahverkehr da oftmals nicht das möglich macht. Auch würden wir gerne umstellen, was Fleischkonsum ist, Plastikverbrauch und so weiter. Aber da stehen wir alle am Anfang, weil wir unsere Mitbrüder alle mitnehmen möchten. Ich möchte der nächsten Generation ebenfalls keine schlechtere Welt hinterlassen, als die, die ich selber vorgefunden habe.